ist das, bitte schön? Das ist ein Servierschutz. Ja, das sehe ich. Für Gerda. Ach komm, du schwindelst doch. Du arbeitest jetzt beim schnellen Teller auch als Kellnerin. Ach Quatsch. Schnuppe, das ist doch kein Quatsch. Schatz, du siehst das alles viel zu eng. Du mit deinem Handwerkerstolz. Stört es dich vielleicht, dass ich arbeite? In diesem Schürzchen? Ja. Also ganz ehrlich, Schnuppe, mir passt dein Engagement nicht. Versuch mich doch zu verstehen. Komm mal hierher zum stolzen Handwerker. Ich verstehe dich ja. Aber mir passt's nicht. Bin ich jetzt ein Schofi? Ein verständnisvoller. Hoffe ich. Handwerker. Küsschen. Nach heute Morgen hat mir meine Mutter diese Kassette per Post zugestellt. Ja, die Bilder sind schon ein paar Wochen alt. Was Ihnen Ihre Mama alles zumutet. Ja, hoffentlich gefällt es Ihrer Mutter dann nicht so gut. Ich vermisse sie schon richtig. Ja, ich auch. Verwendet schon. Das Schiff ist ja unsinkbar, bricht durch jedes Eis, hat auch einen Hubschrauber an Bord. Wo ist denn Ihre Mutter da auf dem Film? Hinter der Kamera, lieber Herr Wieck. Ach so, am liebsten wäre ich bei ihr an Bord. Weit weg. Herr Tenstag. Ach, Plätze. Ich mache uns einen Kaffee. Bernhard, was haben Sie sich da bloß wieder eingebrockt? Diese ganze Schweizer Consulting-Firma mit ihrer Leistungskostenberechnung, das ist doch ein einziger Mist. Sowas haben wir beide doch früher mit einem anständigen Krach erledigt. Jetzt müssen gleich die Bilder kommen, wo die Pinguine watscheln. Da ist das nicht entzückend. Sind wir hier im Zoo oder im Büro? Das ist nicht vergessen. Hier habe ich noch zwei neue Aufträge für Sie als Subunternehmer. Die kann ich leider nicht ausführen. Heinz und ich müssen noch mal schlafen. Da sind Sie wieder. Ach, der hat auch nur alles im Kopf. 2x36 Stunden Dienst. Und noch nicht mal richtig fertiger Arzt. Ist wirklich zu viel, Mutter. Du hast ja gewusst, dass du einen angehenden Arzt heiratest. Aber für einen angehenden Arzt sieht Andi wirklich schlecht aus. Richtig blass. Tja. Guck mal, Elke, schön, nicht? Obwohl, ich weiß nicht, Jürgens Sachen aus Holz gefallen mir besser. Naja, Jürgen, der hat es jetzt geschafft. Der ist in Lübeck, hat einen neuen Auftrag, hat er sogar ausgestellt. Steht er da zwischen all diesen Berühmtheiten aus Holz? Das ist bestimmt nur eine Leihgabe, Mutter. Also ob angekauft oder Leihgabe, das ist doch schnurzpiep egal. Er steht da, man kann ihn angucken, ist doch schön. Ich finde ihn ja auch gut, Mutter. 2x36 Stunden die Woche. So gesehen ist Andi als Ehemann ja auch eine Leihgabe, nicht? Das kann man wohl sagen, Mutter. Und dein Studium? Du gehst nicht mehr regelmäßig zur Uni. Ist dir das aufgefallen? Dir, Mutter? Ja, ich habe bloß noch nicht mit dir darüber gesprochen. Schau mal, wofür bin ich denn da? Ach, Elke, später tut's dir vielleicht mal leid, weil Andi ein fabelhafter Arzt ist und du bist nur Hausfrau. Ist das denn was Schlechtes? Du bist doch auch nur Hausfrau. Tja, und ich bin auch stolz drauf. Ich bin die geborene Hausfrau, aber nur für euch, Elke. Die Jahre mit euch, das waren keine verlorenen Jahre. Tja, jetzt bin ich wieder Hausfrau, bloß mit dem Unterschied, dass ich jetzt 40 Personen bekochen muss. Ach, Elke, du bist eine andere Generation. Und eine gute Hausfrau bist du nicht. Manchmal wäre ich lieber mehr Ehefrau. Ach, Eberhard macht auch viel zu viele Überstunden, seitdem er den kleinen Betrieb hat und angeblich weniger arbeiten wollte. Als Ehefrau. Ich bin manchmal auch sehr einsam. Oh, Thomas ist heute früher undicht geworden als sonst. Eberhard ist mehr mit Friedel Langhans Schüchtermann zusammen als mit mir. Na ja, in allen Ehren natürlich. Ich habe bei unserer gemeinsamen Freundin Langhans Schüchtermann einen Tournee-Schaukelstuhl gesehen. Superb. Ich möchte ihn für meine Mutter erwerben. Sie sollte nach ihrem Antarktis Aufenthalt wirklich zur Ruhe kommen. Nach dem wackeligen Schiff ein Schaukelstuhl? Oh, Herr Tenstag.
Das Wackeln wird für Ihre Frau Mutter zu einer liebgewonnenen Gewohnheit werden. Aber welcher der Zynismus steht in krassem Gegensatz zu Ihrem Hang für alles Natürliche, wie Holz oder Familie? Oh, das ist ja allerliebst, nicht? Bernhard! Niedel. Wie schön. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich auch. Ich habe Herrn Wichert gebeten, mitzukommen, weil er ein exzellenter Kenner für Tourneeschauplätze ist, Friedel. Herr Wichert ist auch ein exzellenter Kenner im Schreiben von Rechnungen. Ich habe 36 Stühle bei ihm aufarbeiten lassen. 36 Stühle für einen Zwei-Mann-Betrieb? Donnerwetter! Du, ich habe was für dich. Ja? Hier, schau mal. Ach, ist das nicht bezaubernd? Wunderbar. Eine Okkasion. Für dich 20% Rabatt. Herr Wichert. Herr Wichert, würden Sie bitte Ihren Kennerblick auf diesen Schaukelstuhl werfen? Na ja, der müsste mal aufgearbeitet werden, ne? Wieso, der ist gerade aufgearbeitet? Ja. Na ja, von einem Fuscher. Von einem Schüchtermann, der ist doch mit ganz ordinärem weißen Leim verleimt, statt mit anständigem Knochenleim. Das mindert den Wert. Und knapp. Die Kosten für eine sachgemäße Restaurierung übernehmen selbstverständlich ich. Na ja, dann werde ich mal wieder an meine Arbeit gehen. Das Stühlchen nehme ich gleich mit. Sag mal, Hannelore, ist dir bewusst, dass ich seit 14 Tagen nicht aus diesem Keller rausgekommen bin? Was denn, seit 14 Tagen? Mhm. Ja, das stimmt ja. Entschuldige, Gerda. Du arbeitest ja jetzt mehr als früher mit Vater bei der Wach- und Schließgesellschaft. Das aus reiner Freundschaft. Schließlich habe ich meine Pension. Und die Wach- und Schließgesellschaft Augen auf habe ich sehr günstig verkaufen können. Immerhin zu einem Viertel des Jahresumsatzes. Ein Viertel des Jahresumsatzes? Ja. Donnerwetter! Ja, es ist ja wirklich nicht nötig, für mich Butterbrote zu schmieren. Willst du damit sagen? Nein, nichts will ich sagen. Nichts, nichts. Entschuldige bitte. Ja, eigentlich habe ich es wirklich nicht nötig, für dich zu arbeiten. Tue ich aus reiner Freundschaft. Für meine beste Freundin werde ich freiwillig Kaltmamsel. Wollen wir uns jetzt streiten? Wir sind mittendrin. Gerda, wenn es dir zu viel wird, dann sag es, bitte. Dann schone dich. Aber ich kenne dich. Wenn es dir zu wenig ist, dann ist es dir auch nicht recht. Und darf ich dich vielleicht noch darauf aufmerksam machen, dass mein Nachbar Meisel, der nun wirklich nicht mein bester Freund ist, auch eine Stütze von Augen auf und vom schnellen Teller ist. Und Meisel ist alles andere als eine Kaltmamsel. Der Meisel ist wirklich manchmal komisch. Sag mal, ist der noch Jungfrau? Frag ihn doch. Du wirst lachen, das mache ich auch. Gerda! Gerda! Aber die Äpfel sind doch noch ganz grün, Herr Meisel, und völlig unreif. Andreas bat mich, die grünen zu pflücken. Er braucht staubtrockene grüne Äpfel für einen Apfel-Sellerie-Sorbet. Ja, so hat er das gesagt. Sie sind so geschickt, Herr Meisel. Wo haben Sie das bloß alles mal gelernt? Ich bin doch nicht geschickt, Frau Kusnewski. Ich bemühe mich nur. Um was haben Sie sich denn früher so bemüht? Ich meine, vor Ihrer vorzeitigen Pensionierung, hä? Herr Meisel war Sachbearbeiter in einem Betriebskrankenhaus und zuständig für die Pensionskasse. Nicht wahr, Herr Meisel? Ja, so hat sich mein berufliches Schicksal ergeben. Ich fiel durch das dünne Raster des Fonds frühzeitig in die Pensionierung. Waren Sie mal verheiratet? Nein, noch nicht, Gerda. Ja, ich einfach war einmal fast verlobt. Fast? Warum fragen Sie, Frau Kusnewski? Weil Frau Gerda frische Luft braucht, bevor wir wieder in den Keller gehen und Schnittchen schmieren, Herr Meisel. Komm, Gerda. Tut mir leid. Macht ja nichts, sind ja noch mehr oben. Elke, weißt du vielleicht etwas von einem Sorbet aus unreifen grünen Äpfeln und Sellerie?
Andi assistiert heute zum ersten Mal bei einer Gallenblasensteinzertrümmerung. Ich spreche jetzt von einem Sorbet aus unreifen grünen Äpfeln und nicht von Steinen in einer Gallenblase. Das Sorbet hat der Monsieur Pierre versprochen. Wieso Monsieur Pierre? Wir beliefern doch heute die Vorstandssitzung einer Kartonagenfabrik, nicht Monsieur Pierre. Mutter, ruf Fräulein Glaubrecht an. Die führt bei uns die Bücher. Wieso der Fräulein Glaubrecht? Monsieur Pierre hat den Auftrag, den Kartonagenvorstand mit kleinen Häppchen zu beliefern. Bitte? Monsieur Pierre hat aber keine Zeit. Und deswegen hat er Andi gebeten, dich zu bitten, so viele Schnitten zu schmieren, Soßen und Suppen zu rühren, bis die den Karton voll haben. Mein schneller Teller ist Subunternehmen bei Monsieur Pierre? Aber ist doch ein Kompliment für dich und den schnellen Teller. Ja, und was verdiene ich daran? Frag Fräulein Glaubrecht. Die behauptet, du verdienst alles und Monsieur Pierre nichts. Ja, ja, und der hat dann unsere Reputation, nicht? Und erntet das Lob. Aber du, die Knete. Ach, komm mir doch jetzt nicht mit Geld. Geld, Geld ist zweitrangig. Gerda und ich, wir arbeiten uns dumm und dämlich. Ich habe schon ganz geschwollene Füße. Ruht euch doch ein bisschen aus. Andi, Thomas und ich fahren nach Dreieichen. Zu Uschi und Jürgen. Warum fahrt ihr denn nicht mit? Was denn, was denn? Ihr haut einfach ab und sagt uns kein Wort? Dein Sohn Andi ist verheiratet. Mit mir. Und er spricht sich mit mir ab, Mutter. Also, fahrt ihr mit? Das muss ich jetzt mit meinem Mann besprechen. Chef, das Teil ist doch in Ordnung. Warum schleppen Sie es schon wieder in die Werkstatt? Mensch, Heinz, probier doch mal diese Leimstelle an. Das ist doch Fusch, was die da gemacht haben. Fusch hoch drei. Ja, und was ist bitte mit der Vertäfelung für das Bezirksbürgermeisteramt? Ist das von mir schon bestellt? Ja, das hat die Glaubrecht gemacht. Ja, die Eschenholzdecke? Wer klettert auf die Leiter? Ich fühle mich im Moment zu dick. Ja, da hast du recht. Heinz, wir müssen noch zwei, drei Mitarbeiter einstellen. Da können wir bei den großen Aufträgen richtig absahen. Für die sind wir jetzt nämlich eine Nummer zu klein. Und du bist zu dick. Ich esse schon seit Wochen nichts Festes mehr. So, und das ist dein Frühstücksbrot. Sülzkotelett. Krabbener Speak, Salamistulle, Käsestulle, alles mit Dickbutter. Heinz, um Punkt 12 kommt meine Frau mit dem Essen, Eintopf. So ein Joghurt ist ja schön und gut, der macht auch dünn, aber du musst den ganzen Rest weglassen. Dann falle ich vom Fleische. Und von der Leiter. Heinz, du bist doch Meister, ne? Schreinermeister. Ja, und ich bin auch Meister. Wir könnten doch beide Lehrling ausbilden. Machen Sie doch keine Scherze, Chef. Sie haben mich nie einen Lehrling ausbilden lassen. Wenn Sie mich ausgebildet haben, so war es doch. Ach, Heinz. Sag mal, warum stellen wir nicht einen Lehrling ein oder einen anständigen Gesellen? Hm? Haben Sie einen Gesellen? Nö. Vertrauen Sie einem Gesellen, den Sie nicht selber ausgebildet haben? Nö. Sehen Sie, damit ist das Thema erledigt. Oliver, er wollte jetzt Innenarchitekt werden. Dazu braucht er eine Gesellenausbildung. Aber erst in 10 Jahren. Ja, so lange können wir nicht warten. Naja, Lehrling wäre nicht schlecht. Am besten einen mit mittlerer Reife. Quatsch, Heinz. Mittlere Reife. Er oder sie muss ein Gefühl für Holz haben. Da kann auch dreimal sitzen geblieben sein. Hauptsache, er spürt das Holz und ist kein Fuscher. Ja, dreimal bleibt da heute keiner sitzen. Oh, ich auf dem Gymnasium. Oh, ich wollte nicht indiskret sein. Indiskret? Das ist die Wahrheit. Hallo. Heinz, geh mal in Deckung. Meine Frau hat das gewisse Etwas im Gang. Wo soll ich denn in Deckung gehen? Ach, Heinz, lass mich doch mal einen Augenblick mit meinem Mann allein, ja? So schaffen wir es nie. Ich sage nur Bezirksbürgermeister. Ja, was ist denn? Schatz, ich möchte an diesem Wochenende mit einem Menschen, den ich aufrichtig liebe, nämlich mit dir, andere Menschen besuchen, die ich sehr schätze und die, ja, die ich ja, auch ich liebe. Ja, ich verstehe. Drei Eichen ist angesagt. Hast du denn am Wochenende Zeit? Musst du keine Brötchen schmieren? Oh nein, meine kalte Küche bleibt kalt. Oh. Andi, dieser hinterhältige Schuft, hat einen Auftrag an Land gezogen, den ich, Hannelore Wichert, als Subunternehmerin für Monsieur Pierre ausführe. Und was macht er? Unreifes Apfelsorbet
mit Sellerieknollen matt. Boah. Ach, Schatz. Lass uns nach Drei Reichen fahren, ja? Muss das sein? Mir passt das im Bitte. Moment nicht. Na, also gut, fahren wir. Heinz, du kannst wieder reinkommen. Haben Sie schon was zu essen mitgebracht, Chef? Nein, Heinz, du bist zu dick. Früher als Werkmeister bei der Möbelunion, da wurde meinen Anordnungen Folge geleistet. Und was bin ich hier? Glücklich und zufrieden und auf Diät. So, und jetzt die gute Nachricht. Andi assistiert heute zum ersten Mal bei einer Gallenblasensteinzertrümmerung. Na, was habt ihr jetzt? Gallenblasenstein. Ihr könnt sie nicht parken. Und wie wir das können, mein Bester. Sonst gibt sie mich nicht zu essen. Ist alles heil. Nein, ist schon gut, Herr Lorenz. Okay. Endlich, Frau Wichert, bleiben Sie. Ich bin ja da. Ich hoffe, Sie servieren auch. Meine Frau ist nicht Ihre Serviererin. Sie sind sicherlich Erna. Ja, das bin ich. Ich freue mich. Ich mich auch. Bei ihr hat Trude gelernt. Ah. Und wo ist Trude? Trude ist bei ihrer Mutter. Ah ja. So laut. Die Kinder schlafen noch. Thomas hat während der ganzen Fahrt geschlafen. Er liebt Autofahren. Hallo, sieht man ja. Nimm den kleinen Schnupp. Was ist da? Wer ist denn die Kleine? Unser Kindermädchen Gisela. Finger weg. Oh, shit. Ich vernasche doch bei einer 36-Stunden-Schicht im Krankenhaus mindestens 3 Krankenschwestern. Weil ich aber die Finger von einem Kindermädchen lassen kann, hm? Na, dann lass das bloß nicht Elke werden. Dann verstehst du überhaupt keinen Spaß mehr, oder was? Mm-mm. Du, da verstehe ich auch keinen Spaß, ja? Wie gern man doch mit Verwandten verreist. Jürgen! Nun schwöre mir bei allem, was dir heilig ist. Hast du auch die Käthe eingeladen? Ich schwöre nein. Das tut mir aber leid. Andi? Also. Anna, haben wir denn noch genug zu essen für uns? Im Kühlraum ist noch ein ganzes halbes Schwein. Ah. Ich hoffe, das reicht. Jürgen, darf ich mal telefonieren? Ja, klar. Ich muss mal in der Werkstatt anrufen. Heinz hat mir heute am Samstag freigegeben, aber er macht die Überstunden. Der schuftet und schuftet. Der hat Angst, er wird zu fett. Gib mal her. Nimm mal den. Kannst du Bleistifte anspitzen? Eigentlich wollte ich ja im Büro arbeiten. Aber mein Vater hat gesagt, Handwerk hat goldenen Boden. Väter haben nicht immer recht. Auf dem Bauernhof. Heinz! Tag, das Arbeitsamt schickt mich. Sie suchen Lehrling? Stimmt's, nicht wahr? Tag. Tag. Was haben Sie denn bisher gelernt? Studiert. Taxi gefahren. Jetzt brauche ich eine Ausbildung. Ja, ich kann es natürlich nicht allein entscheiden, Fräulein. Frau Kniepig. Frau Kniepig.
Dann komme ich wieder, wenn jemand was entscheiden kann. Ich habe jetzt noch einen Termin in der Zimmerei. Tschüss. Gegenüber ist auch eine Schmiede. Hättest du auch einen Schreck bekommen, Oliver, was? Also dann, bis Montag. Ach Mutter, du siehst richtig vergnügt und zufrieden aus. Vergnügt? Wie sieht man denn aus? Du weißt doch, wie ich das meine. Sind bei dir die Augen, wie immer. Ja, du guckst einfach frecher. Ach, die Fältchen um die Augen werden mehr. Käthe würde sagen, wir sind Lachfalten. Na, dann möchte ich in meinem Leben auch so viel lachen wie du. Du bist glücklich, Uschi. Das sehe ich. Deine Kinder sind gesund und Thomas geht's wieder prächtig. Nur, weißt du... Aha. Jetzt kommt wieder dein gewisser Punkt. Hm? Gisela ist der gewisse Punkt. Stimmt's? Im Gegensatz zu Andi interessiert sich mein Jürgen überhaupt nicht für Gisela. Hm? Übrigens ist sie das lauteste Kindermädchen, was wir je hatten. Ist zwar norddeutsch wie Erna und ich, aber ein bisschen sehr steif. Naja, alt wird die bei uns sowieso nicht. Wieso? Na, Katrinchen hat ja schon den Krieg erklärt. Aber Sebastian liebt sie offensichtlich heiß und innig, weil sie ihm immer so süße Sachen aus Holz schnitzt. Aus Holz? Uschi kann mich noch so oft bitten, den gräflichen Ehebetten zu nächtigen. Hier oben schlafen wir wie die Murmeltiere. Wo ist denn der Schlüssel? Rechts. Da ist er ja. Wie damals. Ja. Rechts. Ach, da oben haben wir glückliche Stunden verbracht. Die Tage nach Kleinkatrinchens Geburt, unsere Silberhochzeit und... Recht, das hast du recht. Hier sieht's noch genauso aus wie damals, du. Erna, wolltest du was zum Essen machen? Guck mal nach, ob du was findest. Ja. Erna ist genau wie Trude. Das war hier, du. Was denn? Guck mal, Birnen, Bohnen und Speck. Nur warm machen. Guten Appetit, Erna. Toll. Weißt du noch, immer wenn wir hier waren, musste Trude helfen, irgendeinem Kälbchen das Licht der Welt zu erblicken. Oder als Leichenwäscherin oder bei einer Hausschlachtung arbeiten. Nur eines kann Erna, was Trude nicht konnte. Was denn? Sie kommt heute Abend und will uns die Karten legen. Oh, Prost. Prost. Weißt du was? Dann werden wir schnell essen und dann ab unter unsere Plümos. Ich möchte von Erna nichts über unsere Zukunft wissen. Die kennst du doch sowieso. Ah! Was ist denn? Um Gottes Willen. Schnuppe! Oh Gott, ich habe ganz weiche Knie. Was ist denn? Ich habe was vergessen. Was denn? Berlin. Und Gerda hat es bestimmt auch vergessen. Na so, red doch. Der alten Club aus Ebenbüren. Der trifft sich in genau 2 Stunden bei Kuttlik zum kalten Buffet. Erst gehen die in die Gedächtniskirche und dann hat ihre Gemeinde sie zu einem kalten Buffet zu Kuttlik eingeladen. So ein kalten Buffet, das jetzt ins Wasser fällt. Alten Club aus Ebenbüren. Und was hast du noch nie vergessen? Mal sehen, vielleicht habe ich mich auch geirrt. Nee, da steht's ja. A-Club Ebenbüren, Cecilie. Die habe ich auch vergessen. Die habe ich engagiert, die soll aus der guten alten Zeit erzählen für 220 Mark extra. Gott, was mache ich denn jetzt bloß? Ja, also ich muss Kuttlik anrufen, der muss irgendwas zaubern. Das kann Kuttlik nicht. Ja, aber Helga auch nicht. Die Ebenbürner freuen sich doch so darauf. Die waren schon mal da, du, und das hat ihnen sehr viel Spaß gemacht. Oh, mir doch. Wozu haben wir Käthes Küche? Ach, das macht deine Mutter nie. Oder doch? Mit Cecilie. Frau Wiechert, ja? Ein Anruf aus Drei Eichen. Für mich? Ja, für mich bestimmt nicht. Ich bin da ja nur geboren. Uschi ruft nur selten an. Aber dann bist du. Ja, hallo, Wiechert. Was denn Eberhard, du? Mein Sohn. Ich wusste ja gar nicht,
Wie geht's denn? Ich wusste doch gar nicht, dass ihr alle da... Wie bitte? Einen Moment, Eberhard. Ich übergebe an die Reichsgräfin. Ja, mein Junge. Das ist ja ein tolles Ding. Deine Hannelore vergisst sowas. Nein, keine Ahnung, wo Ibbenbüren liegt, aber die Harmonie, die finde ich blind. Weißt du, Eberhard, da haben wir schon manches Gläschen geleert. Ja, wird gemacht. Und? Also, 7 langweilige alte Weiber aus Ibbenbüren und 13 männliche Pensionisten warten in 2 Stunden mit ihrem Pasta zusammen auf ein kaltes Buffet vom schnellen Teller. Und das machen wir. Und da möchte ich bitte mitkommen. Damit habe ich auch festgerechnet. Reichsgräfin. Wir werden dabei Geld verdienen. Also und Männer kennenlernen. Ach du mein Mon Dieu, auch das noch. Das Buffet ist fertig. Waldmeister. Waldmeister. Reichsgräfin, ja? Haben Sie denn als Kind in Holland den Kaiser noch gesehen? Oh, ja. Von Weitem. Von sehr weit. Ein Holzhacken auf Schloss Dungen. Das hab ich doch gesagt. Das ist Schloss Dungen, nicht Drachenfels. Schlucken die Ibbenbürer das Holz. Bisschen dünn ist er ja. Also ich werde am liebsten aus diesem Kaff raus hier. Wo möchtest du denn gerne leben? Und was willst du dann machen? Ich würde mich gerne in Berlin um die offene Lehrstelle bei Herrn Wichert bemühen. Eigentlich wollte ich nämlich schon immer Schreinerin werden. Naja, ich habe da eben so ein Gespräch mit angehört. Wegen Lehrling oder so. Danke, danke. Aber mal ganz im Ernst, ich wollte wirklich schon immer was mit Holz zu tun haben. Ja, dann fass dich mal in deinen Kopf, dann hast du mit Holz zu tun. Erna, sei doch nicht gleich wieder so giftig. Nee, das stimmt. Gisela liebt Holz. Die schleift mir sogar meine Beile und Stechbeitel. Ja. Außerdem kann sie fabelhaft schnitzen. Ja, ja. Nachttisch, da werde ich mal draußen die alte Tür reparieren. Da muss man nur ein Stück einsetzen, dann ist die wieder wie neu. Nicht immer gleich alles austauschen, Uschi. Das kostet nur Geld. Und die Tür ist noch fabelhaftes Holz. Nur, da helfe ich dir aber bei. Nee, das machen Gisela und ich. Du bleib mal bei deinen Schnitzereien und verwandle alte Baumstämme zur Kunst. Übrigens, deine letzten Arbeiten gefallen mir fabelhaft. Die sind doch noch gar nicht fertig. Ja, deswegen gefallen sie mir ja so gut. Immer wenn ich ein Möbelstück vor mir habe, eine Truhe oder einen Schrank, und es ist noch nicht ganz fertig, genau dann gefällt es mir am besten. Warum sagst du nichts? Soll ich was sagen? Gisela hat nicht nur Schwielen an den Händen wie ich. Und ich. Gisela hat nicht nur Schwielen an den Händen wie wir. Die hat auch seelische Schwielen. Die will raus hier. Einfach weg. So. Bitte. Jetzt mal feststellen. Was wackelt oder dort Luft? Super. Am Sonntag arbeiten wir hier nicht. Nur das Nötigste. Kochen oder waschen oder so. Wie ist denn in Erna gefahren? Mach mal Leim drauf. Die ist doch sonst wie ihre Cousine Trude. Schuftet 7 Tage in der Woche und kümmert sich ein Teufel um den Ruhetag des lieben Herrn.
Jana hat eben auch den siebten Sinn. Die weiß jetzt schon, dass ich von Dreieichen weggehe und mit ihr nach Berlin komme. Das finden sie vielleicht ein bisschen blöde, aber... Naja, meine Eltern wollten halt, dass ich Kindergärtnerin werde. Und Sie wollen keine folgsame Tochter sein? Ich kann Kinder nicht leiden. Außer Ihren Enkelkindern natürlich. So. Dann mach's mal rein. Ich? Ja, sehen Sie sonst noch jemand? Nee. Passt. Ach, vorsichtig. Meine Frisur. In steten Namen Ibbenbüren. Werde ich aus meinem Gedächtnis streichen. War doch eine reizende Nacht, Käthe. Lauter lustige Leute. Na, ich danke. Die vielen Schnäpse, wo ich doch sonst nur immer ab und zu mal ein Gläschen Danziger Goldwasser trinke. Ihre Schwiegertochter, Frau Wiechert. Mhm. Die hat mich vielleicht angebrüllt. Ich habe kaum ihren Namen verstanden. Mir geht's sonst miserabel. Ich sage nur eins, Ibbenbüren. Wann hat er das gemacht? Los! Um Gottes Willen! So, liebe Zeit, wir brauchen einen Arzt! Andi! Andi! Zeig mal! Ich muss genäht werden. Was? Ja. Keine Angst, ich hab das gelernt. Darf Ihr Sohn das überhaupt? Der ist doch noch gar kein richtiger Arzt. Andi darf das schon. Ich kann das auch und ich mache mich wenigstens nicht strafbar. Erna, aber Sie dürfen das nicht. Doch, bei den Kühen. Also, Mutter, guck mal her. Oh. Ah, das sieht aber ganz ordentlich aus, Andi. Tja, was meinst du, wenn ich zu Hause stundenlang geübt habe, Knoten in einer aufgeschobenen Streichholzschachtel zu binden? Was? Tut's weh? Nee, was hast du denn da reingespritzt? Ein lokales Anästhetikum. Schmerzen kommen später. Wirklich locker daneben gehauen, Jürgen. Gisela hat an Hackebeilchen Rasierklingen scharf geschliffen, ha? Hm? Hm. Schöner, glatter Hieb. Wann tut's denn weh? Na ja, so eine Stunde. Aber dann sind wir schon im Glücksstern im Krankenhaus. Da muss ich jetzt auch noch mal angucken. Dann fahr ich aber mit. Ich glaube, es tut jetzt doch schon weh. Oh, mein armer Schatz. Jürgen... Das ist erst der Anfang. Die richtigen Schmerzen kommen später. Es ist wirklich ein Mordsglück gehabt im Pech. Ein bisschen tiefer und es wäre sehr viel schlimmer gekommen. So. Ich fahre Jürgen jetzt nach Glückstein ins Krankenhaus. Zum Röntgen und für den Tetanusspritz. Schnuppe. Ist genehmigt. Gott sei Dank. Die Tür ist repariert. Die Aufregung hat sich gelebt. Mhm. Was hältst du denn von einem kleinen Mittagsschläfchen? Sag mal, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich jetzt schlafen kann. Na, umso besser. Also. Aber ruhen, hm? Ruhen wirst du doch können. Schatz? Ja? Schläfst du? Nein. Mhm. Du? Würdest du Gisela als Lehrling einstellen, wenn sie wollte? Ja. Ehrlich? Bestimmt, ja. Und du würdest sie auch mit nach Berlin nehmen? Anders könnte ich sie doch nicht einstellen, Schnuppe. Oh. Schnuppe. Ja, sag mal, willst du mir jetzt sagen, dass sie mit nach Berlin geht? Ja. Na, fabelhaft. Und die Kinder sitzen ohne Kindermädchen da. Erna lässt Gisela sowieso nicht schalten und walten, wie sie will. Und als Kindermädchen ist Gisela völlig ungeeignet. Die ist doch viel zu grob. Oh. Das hast du selber gesagt. Außerdem wollen Elke und Thomas noch ein bisschen hierbleiben. Bis Elke wieder studiert und Thomas nicht mehr hustet. Thomas hustet doch überhaupt nicht mehr. Ja, hier ist ein sehr gutes Klima. Andi hat es fabelhaft gemacht. Sehr souverän. Wie ein richtiger Arzt.
Also, dass Andi vorhin souverän war, das hast du mir doch schon dutzendmal gesagt. Gisela ist doch dein gewisser Punkt. Wo soll denn Gisela in Berlin wohnen? Bei dir verdient sie nicht genug. Und Gisela ist kein reiches Mädchen. Oh. Früher haben die Lehrlinge immer im Hause des Meisters gewohnt, Schnuppe. Na, das habe ich doch die ganze Zeit geahnt. Nicht nur, dass du Gisela nach Berlin mitnimmst, nein, sie soll auch noch bei uns wohnen. Elke bleibt wochenlang in Schleswig-Holstein und dein souveräner Andi schläft mit dieser Gisela in unserem Haus unter unserem Dach. Wo bist du denn? Nur geh mal bloß nicht auf Tauchstation, ja? Schau mich an. Hast du dir das wirklich ganz genau überlegt? Gisela wird eine gute Schreinerin werden. Heinz wird fluchen, weil er ein Chauvi ist und was gegen Schreinerinnen hat. Und was unseren Andreas betrifft, Andi ist nicht so, wie Rüdiger mal war. Doch gern. Ich verstehe nicht, wieso die Eltern dir das erlauben können. Sie war bei uns sehr gut aufgehoben hier. Oh, und bei den Wiecherts in Berlin erst. Erna, du glaubst ja gar nicht, welch schweren Weg Gisela geht. Tja, man geht nicht ungestraft freiwillig in die Tischlehre bei meinem Schwiegervater. Du glaubst ja gar nicht, wie der Leute zur Sau machen kann. Aber doch nicht Herr Eberhard Wiechert. Erna, ich war bei ihm in der Lehre. Ich habe meine ersten Innenausbauten bei ihm gemacht. Die einzigen, die das Holz kaputt machen können, sind die Menschen und das Feuer. Herzlich willkommen. Heinz! Entschuldige, dass ich mich verspätet habe. Darf ich vorstellen, das ist Gisela, unser neuer Lehrling. Erstes Lehrjahr. Guten Tag. Tag. Schau dich mal ein bisschen um. Ich wusste doch, dass du wieder was zu mosern hast. Chef, wir haben nicht mal eine Damentoilette. Ja, ich weiß. Friedelanger und Schüchtermann hat sich auch schon öfter beklagt. Die ist eine unserer Hauptkundinnen. Müssen wir ihm eine bauen? Die Innung verlangt das so. Ja, und wenn unser Lehrling im zweiten Jahr schwanger wird, was dann? Ach, komm, hör doch mit diesen blöden Argumenten auf, du Macho. Jahrelang hast du mit Uschi zusammengearbeitet. Ihr seid auch immer gut ausgekommen. Nie sind wir zusammen ausgekommen, nie. Also Heinz, hör mir mal zu. Ich mag das Mädchen und ich finde, dass sie für unseren Beruf geeignet ist. Du musst das akzeptieren, klar? Clara haben sie sich in den letzten Jahren nie ausgedrückt. Und ich war ihr Werkmeister. Und überhaupt. Also entschuldige, wie viele haben sich denn auf unsere Annonce hin gemeldet? Naja, kleine Jungs konnten nicht mal einen Hobel halten. Und dann andere Menschen. Groß, so dick. Unser Riesenbaby war außerdem noch ein Mädchen. Jetzt lernst du schmieden. Gegenüber. Sehen Sie? Gut so? Siehst du? Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit noch mal ganz ausdrücklich für Ihren Einsatz in der Harmonie bedanken. Ich hoffe, die Leute aus Ibbenbüren waren nett. Alt sind alte Leute. Zwar wesentlich älter als wir, aber ganz alt sind. Und saufen konnten die, Frau Wichert. Also diese Westfalen. Und ein ganz besonders reizender Pastor war dabei, ein Junge. Und wenn Andi nicht unbedingt hätte Arzt werden wollen, könnte ich ihn mir sehr gut als Pfarrer vorstellen. Oder als Jurist natürlich, nicht? Oh nein, Hannelore, dazu ist er doch viel zu ehrlich. Übrigens, Andi war nach seinem Dienst im Krankenhaus heute auf eine kurze Visite bei mir. Wie nett von ihm. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Dabei erwähnt er einen Hausgast bei euch, Giselle oder so. Gisela. Gisela ist der neue Lehrling von Eberhard. Sie wohnt bei uns, vorübergehend. Leider nein. Leider nein, Friedel.
Ich habe heute noch nichts von Bord meiner Mutter gehört. Ich meine, vom Forschungsschiff meiner Mutter gehört. Ja, das letzte Mal gestern. Ein Sekündchen, Friedel. Ja, bitte. Herr Wichert ist da, Herr Tenstag. Ja? Ich arbeite jetzt. Hallo, Herr Tenstag. Ach, guten Tag, lieber Herr Wichert. Das ist Gisela, mein neuer Lehrling. Die Schreinerei Wichert expandiert. Sie wissen vermutlich, dass wir beide... Ich weiß gar nichts, lieber Bernhard. Herr Tenstag und ich haben einmal diese Firma geleitet. Jetzt bin ich hier nur noch der Berater. Aber nicht so bescheiden, lieber Wichert. Oh, Fräulein Gisela, Sie haben einen der fähigsten Lehrmeister der Branche gefunden. Wie haben Sie ihn überzeugt, Sie einzustellen? Gisela, du antwortest nur, wenn du gefragt wirst. Ja, aber ich bin doch gefragt. Aber nicht von mir. So, und jetzt wartest du bitte draußen, Herr Fräulein Blaurecht, und hilfst dir beim Tee kochen. Herr Tenstag. Azubis dürfen aber nicht zu einer Betriebsrentenarbeit herangezogen werden. Nur mal raus, ja? Sprachlich klingt Frau Gisela etwas nordisch, nicht? Ja, sie war Zimmermädchen auf drei Eichen. Ja, in diese Richtung ging meine Vermutung. Ei, 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 da knarrt aber immer noch. Ja, weniger. Ein Schaukelstuhl, der beim Schaukeln nicht knarrt, ist kein Schaukelstuhl. Herr Tenstag, wenn die Leimverbindung unten an den Kufen einmal fest abgebunden hat, dann platzt irgendwann unten das Holz. Mit Knochenleim bleibt eine gewisse Elastizität in der Leimverbindung erhalten und der Stuhl knarrt gemütlich vor sich hin. Herzlichen Dank für Ihre Belehrung. Und wollen Sie mich jetzt nicht fragen, ob ich nicht rein zufällig von einem kleinen Apartment zu höchstens 300 Mark im Monat für Ihre junge, neue Mitarbeiterin gehört habe? Nö, die wohnt bei uns zu Hause. Ach was. Ach, was kümmere ich mich auch nur eine Sekunde um Ihre Probleme, Wichert? Eben, Herr Tenstag. Wenn ich nicht die Bemerkung mit der blöden Butterbrotschmiererei gemacht hätte. Ach, Gerda, vergiss es doch. Ja, ich kenne mich doch. Ich habe eben manchmal eine spitze Zunge. Aber dich kenne ich auch und weiß, wie du darauf reagierst. Ja, wie ein Schweizer Kracher. Peng, und dann ist die ganze Sache vorbei. Nee, also ich würde sagen, eher wie ein Knallfrosch. Peng, 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 peng. Wumm. Also, haben wir uns jetzt wieder vertragen? Aber nur, wenn du mich an die Bechamelsoße lässt. Und dann deine berühmte Krabbencocktailsoße. Moment mal, meine berühmte Krabbencocktailsoße? Mhm. Die habe ich doch aus deinem Rezeptbuch. Was? Das ist mir ja doch gar nicht aufgefallen, dass du mir das noch nicht zurückgegeben hast. Übrigens, Monsieur Pierre hat bei uns 200 gefüllte Avocados bestellt. Seine Küchenkapazität reicht nur für die warme Küche aus, sagt er. Und meine, deine, naja, also unsere gefüllten Avocados sind die besten in der ganzen Stadt, sagt Monsieur Pierre. Ach, Schatz, jetzt nerv mich doch nicht mit dem Klatsch über die Langhans Schüchtermann an den Tenstag. Und sowas hat dich doch früher nie interessiert. Aber dich? Eberhard, sei nicht unbezogen. Was ist denn? Hör mal, Andi kommt auf Strümpfen die Treppe rauf. Der will uns nicht wecken, der gute Junge. Ach, warum denn auf Strümpfen? Moment mal. Schnuppe! Sei leise. Jetzt ist er gerade hier. Wenn der jetzt noch eine Treppe höher geht, wo ist er dann? Bei Gisela. Oh, hallo. Hallo. Zuerst dachte ich, ihr schlaft schon, aber dann habe ich euch noch flüstern gehört. Ich wollte euch nur gute Nacht sagen. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht. Ja. Gute Nacht. Warum drückt er mir denn seine Schuhe in die Hand? Du sollst sie putzen, schön blank wienern, aufpolieren. Ich habe meinen Söhnen noch niemals die Schuhe geputzt. Aber Schnuppe, dann solltest du das jetzt tun. Strafe muss sein. Ich bin jetzt müde. Strafe muss sein. Fräulein Glaubrecht,
die behauptet, du verdienst alles und Monsieur Pierre nichts. Ja, ja, und der hat dann unsere Reputation, nicht? Und erntet das Lob. Aber du, die Knete. Ach, komm mir doch jetzt nicht mit Geld. Geld, Geld ist zweitrangig. Gerda und ich, wir arbeiten uns dumm und dämlich. Ich habe schon ganz geschwollene Füße. Ruht euch doch ein bisschen aus. Andi, Thomas und ich fahren nach Dreieichen zu Uschi und Jürgen. Warum fahrt ihr denn nicht mit? Was denn? Ihr haut einfach ab und sagt uns kein Wort? Dein Sohn Andi ist verheiratet. Mit mir. Und er spricht sich mit mir ab, Mutter. Also, fahrt ihr mit? Das muss ich erst mit meinem Mann besprechen. Chef, das Teil ist doch in Ordnung. Warum schleppen Sie es schon wieder in die Werkstatt? Mensch, Heinz, probier doch mal diese Leimstelle an. Das ist doch Fusch, was die da gemacht haben. Fusch hoch drei. Ja, und was ist bitte mit der Vertäfelung für das Bezirksbürgermeisteramt? Ist das von mir schon bestellt? Ja, das hat die Glaubrecht gemacht. Ja, die Eschenholzdecke? Wer klettert auf die Leiter? Ich fühle mich im Moment zu dick. Ja, da hast du recht. Heinz, wir müssen noch zwei, drei Mitarbeiter einstellen. Da können wir bei den großen Aufträgen richtig absahen. Für die sind wir jetzt nämlich eine Nummer zu klein. Und du bist zu dick. Ich esse schon seit Wochen nichts Festes mehr. So, und das ist dein Frühstücksbrot. Sülzkotelett, Krabmeners Peak, Salamistulle, Käsestulle, alles mit Dickbutter. Heinz, um Punkt 12 kommt meine Frau mit dem Essen, Eintopf. So ein Joghurt ist ja schön und gut, der macht auch dünn. Aber du musst den ganzen Rest weglassen. Dann falle ich vom Fleische. Und von der Leiter. Heinz, du bist doch Meister, ne? Schreinermeister. Ja, und ich bin auch Meister. Wir könnten doch beide Lehrling ausbilden. Machen Sie doch keine Scherze, Chef. Sie haben mich nie einen Lehrling ausbilden lassen. Wenn Sie mich ausgebildet haben, so war es doch. Ach, Heinz. Sag mal, warum stellen wir nicht einen Lehrling ein oder einen anständigen Gesellen? Hm? Haben Sie einen Gesellen? Nö. Vertrauen Sie einem Gesellen, den Sie nicht selber ausgebildet haben? Nö. Sehen Sie, damit ist das Thema erledigt. Oliver! Er wollte jetzt Innenarchitekt werden. Dazu braucht er eine Gesellenausbildung. Aber erst in 10 Jahren. Ja, so lange können wir nicht warten. Naja, Lehrling wäre nicht schlecht. Am besten einen mit mittlerer Reife. Quatsch, Heinz. Mittlere Reife. Er oder sie muss ein Gefühl für Holz haben. Da kann auch dreimal sitzen geblieben sein. Hauptsache, er spürt das Holz und ist kein Fuscher. Ja, dreimal bleibt da heute keiner sitzen. Oh, ich auf dem Gymnasium. Oh, ich wollte nicht indiskret sein. Indiskret? Das ist die Wahrheit. Heinz, geh mal in Deckung. Meine Frau hat das gewisse Etwas im Gang. Wo soll ich denn in Deckung gehen? Ach, Heinz, lass mich doch mal einen Augenblick mit meinem Mann allein, ja? So schaffen wir es nie. Ich sage nur Bezirksbürgermeisteramt. Ja, ja, was ist denn? Ich möchte an diesem Wochenende mit einem Menschen, den ich aufrichtig liebe, nämlich mit dir, andere Menschen besuchen, die ich sehr schätze und die, ja, die ich ja, auch ich liebe. Ja, ich verstehe. Drei Eichen ist angesagt. Hast du denn am Wochenende Zeit? Musst du keine Brötchen schmieren? Oh nein, meine kalte Küche bleibt kalt. Andi, dieser hinterhältige Schuft, hat einen Auftrag an Land gezogen, den ich, Hannelore Wichert, als Subunternehmerin für Monsieur Pierre ausführe. Und was macht er? Unreifes Apfelsorbet mit Sellerieknollenmatt. Boah. Ach, Schatz. Lass uns nach Dreieichen fahren, ja? Muss das sein? Mir passt das im Bitte. Moment nicht. Na, also gut, fahren wir. Heinz, du kannst wieder reinkommen. Haben Sie schon was zu essen mitgebracht, Chef? Nein, Heinz, du bist zu dick. Früher als Werkmeister bei der Möbelunion, da wurde meinen Anordnungen Folge geleistet. Und was bin ich hier? Glücklich und zufrieden und auf Diät. So, und jetzt die gute Nachricht. Andi assistiert heute zum ersten Mal bei einer Gallenblasensteinzertrümmerung. Na, was sagt ihr jetzt? Gallenblasenstein.
in die Park. Und wie wir das können, mein Bester. Sonst gibt's nämlich nichts zu essen. Ist alles heil. Nein, ist schon gut, Herr Lorenz. Oh. Endlich, Frau Wichert, bleiben Sie. Ich bin ja da. Ich hoffe, Sie servieren auch. Meine Frau ist nicht Ihre Serviererin. Ein Servierschutz. Ja, das sehe ich. Für Gerda. Ach komm, du schwindelst doch. Du arbeitest jetzt beim schnellen Teller auch als Kellnerin. Ach Quatsch. Schnuppe, das ist doch kein Quatsch. Schatz, du siehst das alles viel zu eng. Du mit deinem Handwerkerstolz. Stört es dich vielleicht, dass ich arbeite? In diesem Schürzchen? Ja. Also ganz ehrlich, Schnuppe, mir passt dein Engagement nicht. Versuch mich doch zu verstehen. Komm mal hierher zum stolzen Handwerker. Ich verstehe dich ja. Aber mir passt's nicht. Bin ich jetzt ein Schofi? Ein verständnisvoller. Hoffe ich. Handwerker. Küsschen. Nach heute Morgen hat mir meine Mutter diese Kassette per Post zugestellt. Ja, die Bilder sind schon ein paar Wochen alt. Was Ihnen Ihre Mama alles zumutet. Hoffentlich gefällt es Ihrer Mutter da nicht so gut. Ich vermisse sie schon richtig. Ja, ich auch. Verwend schon. Das Schiff ist ja unsinkbar, bricht durch jedes Eis, hat auch einen Hubschrauber an Bord. Wo ist denn Ihre Mutter da auf dem Film? Hinter der Kamera, lieber Herr Wien. Ach so. Am liebsten wäre ich bei ihr an Bord. Weit weg von mir. Herr Tenstag. Ach, letzte. Ich mache uns einen Kaffee. Was haben Sie sich da bloß wieder eingebrockt? Diese ganze Schweizer Consulting-Firma mit ihrer Leistungskostenberechnung, das ist doch ein einziger Mist. So was haben wir beide doch früher mit einem anständigen Krach erledigt. Jetzt müssen gleich die Bilder kommen, wo die Pinguine watscheln. Da ist das nicht entzückend. Das gibt die Trolle. Sind wir hier im Zoo oder im Büro? Das ist nicht vergessen. Hier hatte ich noch zwei neue Aufträge für Sie als Subunternehmer. Die kann ich leider nicht ausführen. Heiß und ich müssen noch mal schlafen. Da sind Sie wieder. Ach, der hat auch nur alles im Kopf. Zweimal 36 Stunden Dienst. Und noch nicht mal richtig fertiger Arzt. Ist wirklich zu viel, Mutter. Du hast ja gewusst, dass du einen angehenden Arzt heiratest. Aber für einen angehenden Arzt sieht Andi wirklich schlecht aus. Richtig blass. Tja. Guck mal, Elke, schön, nicht? Obwohl, ich weiß nicht, Jürgens Sachen aus Holz gefallen mir besser. Naja, Jürgen, der hat es jetzt geschafft. Der ist in Lübeck, hat einen neuen Auftrag, hat er sogar ausgestellt. Steht er da zwischen all diesen Berühmtheiten aus Holz? Das ist bestimmt nur eine Leihgabe, Mutter. Also ob angekauft oder Leihgabe. Das ist doch Schnurzpiep egal. Er steht da, man kann ihn angucken, ist doch schön. Ich finde ihn ja auch gut, Mutter. Zweimal 36 Stunden die Woche. So gesehen ist Andi als Ehemann ja auch eine Leihgabe, nicht? Das kann man wohl sagen, Mutter. Und dein Studium? Du gehst nicht mehr regelmäßig zur Uni. Ist dir das aufgefallen? Dir, Mutter? Ja, ich habe bloß noch nicht mit dir darüber gesprochen. Schau mal. Wofür bin ich denn da? Ach, Elke, später tut's dir vielleicht mal leid, weil Andi ein fabelhafter Arzt ist und du bist nur Hausfrau. Ist das denn was Schlechtes?
Du bist doch auch nur Hausfrau. Tja, und ich bin doch stolz drauf. Ich bin die geborene Hausfrau, aber nur für euch. Helge, die Jahre mit euch, das waren keine verlorenen Jahre. Tja, jetzt bin ich wieder Hausfrau, bloß mit dem Unterschied, dass ich jetzt 40 Personen bekochen muss. Helge, du bist eine andere Generation. Und eine gute Hausfrau bist du nicht. Manchmal wäre ich lieber mehr Ehefrau. Eberhard macht auch viel zu viele Überstunden, seitdem er den kleinen Betrieb hat und angeblich weniger arbeiten wollte. Als Ehefrau bin ich manchmal auch sehr einsam. Oh, Thomas ist heute früher undicht geworden als sonst. Eberhard ist mehr mit Friede Langhans Schüchtermann zusammen als mit mir. Na ja, in allen Ehren natürlich. Ich habe bei unserer gemeinsamen Freundin Langhans Schüchtermann einen Tournee-Schaukelstuhl gesehen, superb. Ich möchte ihn für meine Mutter erwerben. Sie sollte nach ihrem Antarktis Aufenthalt wirklich zur Ruhe kommen. Nach dem wackeligen Schiff ein Schaukelstuhl. Uschi kann mich noch so oft wickeln, den gräflichen Ehebecken zunächst. Hier oben schlafen wir wie die Murmeltiere. Wo ist denn der Schlüssel? Rechts. Da ist er ja. Wie damals. Ja. Tatsächlich. Rechts. Da oben haben wir glückliche Stunden verbracht. Die Tage nach Kleinkatrinchens Geburt, unsere Silberhochzeit und. Recht, das hast du recht. Hier sieht's noch genauso aus wie damals, du. Erna, wolltest du was zum Essen machen? Guck mal nach, ob du was findest. Ja. Erna ist genau wie Trude. Hier, du. Was denn? Guck mal, Birnen, Bohnen und Speck. Nur warm machen. Guten Appetit, Erna. Toll. Weißt du noch, immer wenn wir hier waren, musste Trude helfen, irgendeinem Kälbchen das Licht der Welt zu erblicken. Oder als Leichenwäscherin oder bei einer Hausschlachtung arbeiten. Nur eines kann Erna, was Trude nicht konnte. Was denn? Sie kommt heute Abend und will uns die Karten legen. Oh, Prost. Prost. Weißt du was? Dann werden wir schnell essen und dann ab unter unsere Plümos. Ich möchte von Erna nichts über unsere Zukunft wissen. Die kennst du doch sowieso. Was ist denn? Um Gottes Willen. Schnuppe. Oh Gott, ich habe ganz weiche Knie. Was ist denn? Ich habe was vergessen. Was denn? Berlin. Und Gerda hat das bestimmt auch vergessen. Na so, red doch. Der alten Club aus Ebenbüren. Der trifft sich in genau 2 Stunden bei Kuttlik zum kalten Buffet. Erst gehen die in die Gedächtniskirche und dann hat ihre Gemeinde sie zu einem kalten Buffet zu Kuttlik eingeladen. Zu einem kalten Buffet, das jetzt ins Wasser fällt. Ach. Alten Club aus Ebenbüren. Und was hast du noch nie vergessen? Mal sehen, vielleicht habe ich mich auch geirrt. Nee, da steht's ja. A-Club Ebenbüren, Cecilie. Die habe ich auch vergessen. Die habe ich engagiert, die soll aus der guten alten Zeit erzählen für 220 Mark extra. Gott, was mache ich denn jetzt bloß? Ja, also ich muss Kuttlik anrufen, der muss irgendwas zaubern. Das kann Kuttlik nicht. Ja, aber Helga auch nicht. Die Ebenbürner freuen sich doch so darauf. Die waren schon mal da drin und das hat ihnen sehr viel Spaß gemacht. Oh, ja, mir doch. Wozu haben wir Käthes Küche? Das macht deine Mutter nie. Oder doch? Mit Cecilie. Frau Wiechert, ja? Ein Anruf aus Drei Eichen. Für mich? Ja, für mich bestimmt nicht. Ich bin da ja nur geboren. Uschi ruft nur selten an. Aber dann bist du. Ja, hallo, Wiechert. Was denn, Eberhard, du? Mein Sohn. Ich wusste ja gar nicht. Wie geht's denn? Ich wusste doch gar nicht, dass ihr alle da. Wie bitte? Einen Moment, Eberhard. Ich übergebe an die Reichsgräfin. Ja, mein Junge. Das ist ja ein tolles Ding. Deine Hannelore vergisst sowas. Nein, keine Ahnung, wo Ebenbüren liegt, aber die Harmonie, die finde ich blind. Weißt du, Eberhard, da haben wir schon manches Gläschen geleert. Ja, wird gemacht. Und? Also, 7 langweilige alte Weiber aus Ippenbüren und 13 männliche Pensionisten warten in 2 Stunden
mit ihrem Pastor zusammen auf ein kaltes Buffet vom schnellen Teller. Und das machen wir. Und da möchte ich bitte mitkommen. Damit habe ich auch festgerechnet. Festgerechnet. Wir werden dabei Geld verdienen. Also nein. Und Männer kennenlernen. Ach du mein Mordi, auch das noch. Das Buffet ist fertig. Ich habe Ihnen eine Bohle gemischt. Weiß, Gräfin, haben Sie denn als Kind in Holland den Kaiser noch gesehen? Oh, ja, von weitem, von sehr. Ein Holzhacken, Schlossdungen. Das hab ich doch gesagt, das ist Schlossdungen, nicht Drachenfels. Schlucken die Ebenbürger das Holz. Bisschen dünn ist er ja. Also ich werde am liebsten aus diesem Kaff raus hier. Wo möchtest du denn gerne leben? Und was willst du dann machen? Ich würde mich gerne in Berlin um die offene Lehrstelle bei Herrn Wichert bemühen. Eigentlich wollte ich nämlich schon immer Schreinerin werden. Naja, ich habe da eben so ein Gespräch. Moin, moin. Moin, moin. Hallo, mein Hallo. Hallo. Und wir fahren doch. Ich erkläre dich zur Siegerin der Fahrt. Hallo. Sie sind sicherlich Erna. Ja, das bin ich. Ich freue mich. Ich mich auch. Bei ihr hat Trude gelernt. Ah. Und wo ist Trude? Trude ist bei ihrer Mutter. Ah ja. Nicht so laut. Die Kinder schlafen noch. Thomas hat während der ganzen Fahrt geschlafen. Er liebt Autofahren. Hallo, gib mal her. Nimm den kleinen Schluck. Warte, was ist da? Wer ist denn die Kleine? Unser Kindermädchen Gisela. Finger weg. Uschi. Ich vernasche doch bei einer 36-Stunden-Schicht im Krankenhaus mindestens 3 Krankenschwestern. Werde ich aber die Finger von einem Kindermädchen lassen können, hm? Na, dann lass das bloß nicht Elke hören. Du verstehst überhaupt keinen Spaß mehr, oder was? Mm-mm. Du, da verstehe ich auch keinen Spaß, ja? Wie gerne man doch mit Verwandten verreist. Jürgen! Nun schwöre mir bei allem, was dir heilig ist. Hast du auch die Käthe eingeladen? Ich schwöre nein. Das tut mir aber leid. Andi? Also. Anna, haben Sie denn noch genug zu essen für uns? Im Kühlraum ist noch ein ganzes halbes Schwein. Ah. Ich hoffe, das reicht. Jürgen, darf ich mal telefonieren? Ja, klar. Ich muss mal in der Werkstatt anrufen. Heinz hat mir heute am Samstag freigegeben, aber er macht die Überstunden. Der schuftet und schuftet. Der hat Angst, er wird zu fett. Na, gib mal her. Nimm mal den. Kannst du Bleistifte anspitzen? Eigentlich wollte ich ja im Büro arbeiten. Aber mein Vater hat gesagt, Handwerk hat goldenen Boden. Väter haben nicht immer recht. Eben auf dem Bauernhof. Ralf! Tag, das Arbeitsamt schickt mich. Sie suchen Lehrling? Stimmt's, nicht wahr? Tag. Tag.
Was haben Sie denn bisher gelernt? Studiert, Taxi gefahren. Jetzt brauche ich eine Ausbildung. Ja, ich kann es natürlich nicht allein entscheiden, Fräulein. Frau. Frau Kniepig. Frau Kniepig. Dann komme ich wieder, wenn jemand was entscheiden kann. Ich habe jetzt noch einen Termin in der Zimmerei. Tschüss. Gegenüber ist auch eine Schmiede. Hättest du auch einen Schreck bekommen, Oliver, was? Also dann, bis Montag. Ach Mutter, du siehst richtig vergnügt und zufrieden aus. Vergnügt? Wie sieht man denn aus? Du weißt doch, wie ich das meine. Sind bei dir die Augen, wie immer. Na, du guckst einfach frecher. Ach, du fehlst schon um die Augen werden mehr. Käthe würde sagen, wir sind Lachfallen. Na, dann möchte ich in meinem Leben auch so viel lachen wie du. Ja. Du bist glücklich, Uschi. Das sehe ich. Deine Kinder sind gesund und Thomas geht's wieder prächtig. Nur, weißt du... Aha. Jetzt kommt wieder dein gewisser Punkt, hm? Gisela ist der gewisse Punkt. Stimmt's? Im Gegensatz zu Andi interessiert sich mein Jürgen überhaupt nicht für Gisela. Hm? Übrigens ist sie das lauteste Kindermädchen, was wir je hatten. Ist zwar norddeutsch wie Erna und ich, aber ein bisschen sehr steif. Naja, alt wird die bei uns sowieso nicht. Wieso? Na, Katrinchen hat ja schon den Krieg erklärt. Aber Sebastian liebt sie offensichtlich heiß und innig, weil sie ihm immer so süße Sachen aus Holz schnitzt. Aus Holz? Herr Tenster, das Wackeln wird für Ihre Frau Mutter zu einer liebgewonnenen Gewohnheit werden. Ach, aber welcher der Zynismus steht im krassen Gegensatz zu Ihrem Hang für alles Natürliche, wie Holz oder Familie. Oh, das ist ja allerliebst, nicht? Bernhard! Niedel. Wie schön. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich auch. Ich habe Herrn Wichert gebeten, mitzukommen, weil er ein exzellenter Kenner für Tourneeschauplätze ist, Friedel. Herr Wichert ist auch ein exzellenter Kenner im Schreiben von Rechnungen. Ich habe 36 Stühle bei ihm aufarbeiten lassen. 36 Stühle für einen Zwei-Mann-Betrieb? Donnerwetter! Du, ich habe was für dich. Ja? Hier, schau mal. Ach, ist das nicht bezaubernd? Wunderbar. Eine Okkasion. Für dich 20% Rabatt. Herr Wichert! Herr Wichert, würden Sie bitte Ihren Kennerblick auf diesen Schaukelstuhl werfen? Na ja, der müsste mal aufgearbeitet werden, ne? Wieso, der ist gerade aufgearbeitet? Ja. Na ja, von einem Fuscher. Von einem Schüchtermann. Der ist doch mit ganz ordinärem weißen Leim verleimt, statt mit anständigem Knochenleim. Das mindert den Wert. Unknapp. Die Kosten für eine sachgemäße Restaurierung übernehme selbstverständlich ich. Na ja, dann werde ich mal wieder an meine Arbeit gehen. Das Stühlchen nehme ich gleich mit. Sag mal, Hannelore, ist dir bewusst, dass ich seit 14 Tagen nicht aus diesem Keller rausgekommen bin? Was denn, seit 14 Tagen? Mhm. Ja, das stimmt ja. Entschuldige, Gerda. Du arbeitest ja jetzt mehr als früher mit Vater bei der Wach- und Schließgesellschaft. Das aus reiner Freundschaft. Schließlich habe ich meine Pension. Und die Wach- und Schließgesellschaft Augen auf habe ich sehr günstig verkaufen können. Immerhin zu einem Viertel des Jahresumsatzes. Ein Viertel des Jahresumsatzes? Ja. Donnerwetter! Ja, es ist ja wirklich nicht nötig, für mich Butterbrote zu schmieren. Willst du damit sagen? Nein, nein, nichts will ich sagen. Nichts, nichts. Entschuldige bitte. Ja, eigentlich habe ich es wirklich nicht nötig, für dich zu arbeiten. Tue ich aus reiner Freundschaft. Für meine beste Freundin werde ich freiwillig Kaltmamsel. Wollen wir uns jetzt streiten? Wir sind mittendrin.
Gerda. Wenn es dir zu viel wird, dann sag es, bitte, dann schone dich. Aber ich kenne dich. Wenn es dir zu wenig ist, dann ist es dir auch nicht recht. Und darf ich dich vielleicht noch darauf aufmerksam machen, dass mein Nachbar Meisel, der nun wirklich nicht mein bester Freund ist, auch eine Stütze von Augen auf und vom schnellen Teller ist. Und Meisel ist alles andere als eine Kaltmamsel. Der Meisel ist wirklich manchmal komisch. Sag mal, ist der noch Jungfrau? Frag ihn doch. Du wirst lachen, das mache ich auch. Gerda! Gerda! Bitte! Aber die Äpfel sind doch noch ganz grün, Herr Meisel, und völlig unreif. Andreas bat mich, die grünen zu pflücken. Er braucht staubtrockene grüne Äpfel für einen Apfel-Sellerie-Sorbet. Ja, so hat er das gesagt. Sie sind so geschickt, Herr Meisel. Wo haben Sie das bloß alles mal gelernt? Ich bin doch nicht geschickt, Frau Kusniewski. Ich bemühe mich nur. Um was haben Sie sich denn früher so bemüht? Ich meine, vor Ihrer vorzeitigen Pensionierung, hä? Herr Meisel war Sachbearbeiter in einem Betriebskrankenhaus und zuständig für die Pensionskasse. Nicht wahr, Herr Meisel? Ja, so hat sich mein berufliches Schicksal ergeben. Ich fiel durch das dünne Raster des Fonds frühzeitig in die Pensionierung. Waren Sie mal verheiratet? Nein, noch nicht, Gerda. Ja, ich war einmal fast verlobt. Fast? Warum fragen Sie, Frau Kusniewski? Weil Frau Gerda frische Luft braucht, bevor wir wieder in den Keller gehen und Schnittchen schmieren, Herr Meisel. Komm, Gerda. Tut mir leid. Macht ja nichts, sind ja noch mehr oben. Elke, weißt du vielleicht etwas von einem Sorbet aus unreifen grünen Äpfeln und Sellerie? Andi assistiert heute zum ersten Mal bei einer Gallenblasensteinzertrümmerung. Ich spreche jetzt von einem Sorbet aus unreifen grünen Äpfeln und nicht von Steinen in einer Gallenblase. Das Sorbet hat der Monsieur Pierre versprochen. Wieso Monsieur Pierre? Wir beliefern doch heute die Vorstandssitzung einer Kartonagenfabrik, nicht Monsieur Pierre. Mutter, ruf Fräulein Glaubrecht an. Die führt bei uns die Bücher. Wieso der Fräulein Glaubrecht? Monsieur Pierre hat den Auftrag, den Kartonagenvorstand mit kleinen Häppchen zu beliefern. Bitte? Monsieur Pierre hat aber keine Zeit. Und deswegen hat er Andi gebeten, dich zu bitten, so viele Schnitten zu schmieren, Soßen und Suppen zu rühren, bis die den Karton voll haben. Mein schneller Teller ist Subunternehmen bei Monsieur Pierre? Aber ist doch ein Kompliment für dich und den schnellen Teller. Ja, und was verdiene ich daran?